Diese Hähnchenreispfanne ist mega lecker, super einfach gemacht und eignet sich wunderbar für euren Iftar. Hierfür wird zunächst Olivenöl in einer ausreichend großen Pfanne erhitzt und die Zwiebeln werden glasig angebraten. Dann wird das Tomaten- und Paprikamark eingerührt. Nach einer Minute kommen die Paprikaschoten hinein, nach einer weiteren Minute kommt der Porree hinein und danach kommt die gewürfelte Hähnchenbrust hinein. Das wird so lange eingerührt, bis die Hähnchenbrust gut angebraten wurde. Danach kommen fast alle restlichen Zutaten hinein, und zwar Balsamico-Essig, gehackte Dosentomaten, Zucchini, Mais und Hühnerbrühe. Wenn das Ganze aufkocht, kommt unser gewaschener Reis hinein. Das wird eingerührt und 20 Minuten lang kochen gelassen. Währenddessen kommen unsere Gewürze rein, und zwar Pfeffer, Paprikapulver, Curry und Salz. Damit nichts anbrennt, muss es immer wieder umgerührt werden. Wenn ihr noch Flüssigkeit benötigt, gebt ihr noch kochendes Wasser hinzu. Nach 20 Minuten ist der Reis dann auch schön durch. Zum Schluss habe ich noch Petersilie und Zitronensaft draufgegeben und das eingerührt. Die Pfanne habe ich noch mit einem Joghurt-Dip serviert. Hierfür habe ich einfach Naturjoghurt mit getrockneter Minze verrührt. Wer Knoblauch mag, kann natürlich auch an der Stelle noch Knoblauch einrühren. Danach kann die Pfanne mit dem Dip und Petersilie serviert werden. Ja.